Herzlich und willkommen zum dritten Video der Videoserie Erscheinungsform globaler Verflechtung. In diesem Video geht es um die Terms of Trade with me, the real European. Ja, die Terms of Trade, hier geht es vor allem um die World Trade Organization oder Welthandelsorganisation auf Deutsch. Das ist eine internationale Organisation mit 164 Mitgliedstaaten. Es gibt eigentlich keine Staaten, die nicht Mitglieder sind, gibt, denn es gibt neben den Mitgliedsländern nur noch Beobachterländer. Und dann nur noch Länder, die suspendiert sind, wie zum Beispiel Nordkorea und Eritrea. Und die WTO ist eine der drei internationalen Organisationen, die zentrale Standards für Handels- und Wirtschaftspolitik festlegt. Eine weitere internationale Organisation ist zum Beispiel die Weltbank. Das nur, damit ihr auch wisst, dass es auch eine weitere Organisation gibt und die ich auch hier namentlich benannt habe. Und das Ziel der WTO ist die Koordination des Handels unter Staaten. Und unten sieht man auch schon gleich drei aktive Beispiele der WTO, was sie macht. Das ist nämlich einmal das allgemeine Zoll- und Handelsabkommen GATT, das schon länger in Kraft getreten ist, wo Zölle gesenkt werden sollen, sodass es freien Warenverkehr zwischen den Mitgliedsländern gibt. Diesem Abkommen sind nicht alle Staaten beigetreten. Das betrifft übrigens alle drei hier in der Liste, nämlich auch das Übereinkommen über Handel mit Dienstleistungen, in Klammern GATT. Das ist die Regelung weltweiter Dienstleistungen, weil da ist zum Beispiel auch mit der Tourismus drin. Das heißt, dort wird auch geregelt, wie sind die weltweiten Tourismusstandards. Wir haben noch das TRIPS-Abkommen. Das ist der Schutz geistigen Eigentums, zum Beispiel Patente oder Urheberrechte. Das bedeutet, wenn ein Land dieses Abkommen unterschrieben hat, dann gilt auch, dass wenn jemand zum Beispiel in Deutschland für etwas ein Patent anmeldet, dann darf das in allen Ländern, die dieses Abkommen unterschrieben haben, nicht kopiert werden. Außer diese andere Person hat auch ein Patent, dass das anders ist als das, was in Deutschland schon ein Patentrecht hat. Sehr kompliziert, aber so ist die Welt. Wir haben neben der WTO natürlich auch gemeinsame Wirtschaftszonen. Das ist zum Beispiel ASEAN, die Association of Southeast Asian Nations, die ist in Südostasien. Einige Mitgliedstaaten sind zum Beispiel Singapur, Indonesien und Malaysia. Und das Ziel dort ist, einen Binnenmarkt nach dem Vorbild des EU-Binnen- und Schengen-Raums aufzubauen. Und aktuell gibt es aber nur Verträge zu Dienstleistungen, Zöllen und Investitionen. Aber man möchte dorthin kommen, wo die EU schon heute ist. Und damit wechseln wir schon zur Europäischen Union, also nach Europa. Denn diese hat einen Binnenmarkt, einen Schengen-Raum und eine eigene Währung, was hier als wirklich das Paradebeispiel weltweit gilt, wie man gemeinsam wirtschaften kann. Und die EU, ich habe es schon in einem vorherigen Video erwähnt, entwickelt sich langsam auch schon von einer sehr starken wirtschaftlichen Union zu einer politischen und Sozialunion. Wir haben noch den Economic Partnership Agreement, EPA, zwischen der EU und Japan. Das ist ein Freihandels- und Investitionsabkommen, wo verschiedenste Regeln Dinge drin hineingeschrieben sind, wie zum Beispiel, dass man bestimmte Menschenrechte auch wirtschaftlich gesehen akzeptieren möchte und auch dort gucken will, dass die eingehalten werden, weil oft ist es ja auch so, dass in beiden Ländern bestimmte Dinge doch nicht ganz so gut funktionieren, auch wenn das zum Großteil, also die EU, dort die Mitgliedstaaten sind ja auch vor allem alles Demokratien, auch Japan ist eine Demokratie, aber es passiert ja oft trotzdem, dass bestimmte Regeln nicht so sehr beachtet werden, deswegen dieses Abkommen, was natürlich auch den Warenhandel total vereinfacht und das ist 2019 in Kraft getreten.